Also auf nach Brüssel. Und eines der Themen dort, eines der Hauptthemen der Piraten für dort ist das Demokratie-Upgrade. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit so Englischwörtern, weil ich aus meiner beruflichen Vergangenheit der Ansicht bin, dass das bei vielen Leuten einfach gar nicht verstanden wird, was das bedeutet. Also Anglizismen immer irgendwie verdeutschen. Auch Open Government, finde ich, sollte man nochmal in Deutsch erklären. Obwohl ich glaube, dass die meisten es hier verstehen, das will ich damit jetzt nicht unterstellen, aber es ist einfach so eine ganz allgemeine Frage für mich. Also dieses Upgrade mit einer transparenteren Regierung, mal so gesagt, ja. Das hast du ja auch schon mehrfach angesprochen und da hast du ja auch mal ein Einmaleins dafür entwickelt mit 5 Thesen. Und welches ist die wichtigste dieser Thesen? Also ich lese sie mal alle schnell vor, wir wollen sie jetzt nicht alle durchrechnen, sonst kommen wir nämlich vielleicht gar nicht mehr zu allen Punkten, die wir ja noch zumindest mal streifen wollen. Also These 1, die geeignete Strategie für Government 2.0 ist Open Government. These 2, Open Government verlangt einen Kulturwandel. Der Staat ist nicht mehr allein, der Staat bin ich und du auch, das ist die These 3. These 4, ein Zugang für alle ist das Fundament für eine offene Gesellschaft. Und die These 5, Open Government lohnt sich auch wirtschaftlich. Ich will mal These 2, verlangt einen Kulturwandel, ansprechen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht der schwierigste Schritt ist in dieser ganzen Geschichte. Ja, das ist richtig. Es wird sehr oft in der Verwaltung gesagt, wenn es darum geht, Open Government umzusetzen. Und die kürzeste Erklärung dafür ist, Verwaltung und Politik transparenter zu machen, nachvollziehbarer, offener, aber auch partizipativer. Das heißt, dass mehr Menschen oder überhaupt Menschen sich daran beteiligen können, an Entscheidungsfindungen, an allen möglichen Prozessen, dass man Feedback geben kann, kommentieren kann, Vorschläge machen kann und dass man nicht nur fragt, sondern dass man auch wirklich zuhört. Also manchmal gibt es ja so eine Pseudo-Bürgerbeteiligung, da fragt man zwar, aber was die Leute sagen, ist eigentlich egal. Das ist halt nicht damit gemeint. Und es gibt auch Bürgerentscheide, die aber nur ein Jahr gelten. Ja, wenn sie nur ein Jahr gelten, das ist dann auch wieder so ein Argument. Ja, also das, sowas ist halt nicht gemeint, aber immer, nicht immer. Es gibt wirklich, punktuell gibt es das schon und es gibt auch fast in jeder Verwaltung Leute, die das gut finden und machen wollen. Aber man stößt wirklich auf viele, viele Widerstände und die sind fast immer kultureller Natur. Es kommen dann aber Argumente wie, technisch ist das viel zu kompliziert, das kann man nicht umsetzen, was am leichtesten widerlegt ist, weil es gibt es schon 1000 Mal auf der Welt und wenn es überall woanders klappt, dann geht es auch da. Ein anderes ganz häufiges Argument ist, unbezahlbar, viel zu teuer, wir arme Kommune, kein Geld. Dazu ein Beispiel, die sehr wohlhabende Stadt Wiesbaden mit Casino und allem drum und dran in Hessen. Da wurde von den Bürgern der Wunsch an die Stadt Väter und Mütter herangetragen, man möge auch ein Open-Data-Portal, also ein Portal machen, in dem alle Informationen, die die öffentliche Verwaltung hat und die nicht personenbezogene oder spezielle sicherheitsrelevante Daten sind, einfach offen für jede Art der Nutzung ins Netz stellen. Eine ganz einfache Sache machen schon ganz viele, in Deutschland noch eher wenige. Diese Anfrage gab es also an Wiesbaden. Die Wiesbadener Stadtregierung hatte aber, zu Deutsch gesagt, keinen Bock drauf. Also hat sie ein Gutachten beauftragt, dafür eine Kostenschätzung zu machen und vermutlich eine gewisse Ansage gemacht, wie es denn auszufallen hat. Das Ergebnis war ein Kostenvoranschlag, der mir zugespielt worden ist, wo dann unter dem Strich stand 950.000 Euro. Und es fiel dann der Stadt relativ leicht zu sagen, also 950.000 Euro, wer hat so viel Geld? Das nationale Datenportal, das das Bundesinnenministerium aufgebaut hat, hat 150.000 gekostet. Wiesbaden dürfte kaum größer sein. Und dann gibt es eine Stadt im Norden von Mecklenburg-Vorpommern, die heißt Rostock und hat das eigentlich, finde ich, schönste Open-Data-Portal Deutschlands. Und Rostock ist jetzt nicht unbedingt als reiche Stadt verschrien. Also habe ich da einfach mal ein E-Mail hingeschrieben. Wie habt ihr das denn bezahlt und wie teuer war das denn? Es dauerte keine Stunde, da kriegte ich die Antwort. Und da stand drin, also es hat uns gekostet 3.500 Euro. Wir hatten also für ungefähr 3 Monate eine studentische Hilfskraft im Praktikum, die das umgesetzt hat. Und es gibt 2 enthusiastische Verwaltungsmitarbeiter, die das so nebenbei weiter betreuen. Das ist genau der Unterschied an Kultur. Die einen wollten es und die anderen wollten es nicht. Und er schrieb auch einen schönen Satz in sein E-Mail noch rein und hat gesagt, die Kostenschätzungen
Für Prestigeprojekte der Politik verhalten sich diametral entgegengesetzt zu den Kostenschätzungen für ungewollte Projekte. Und das wäre halt so ein Beispiel. Das wäre halt kein Prestigeprojekt, also man will es eigentlich nicht haben, daher lässt man es besonders teuer schätzen und deshalb kann man es abgeben. Und das sind die Barrieren, die man abbauen muss, diese kulturellen. Ich hatte dieses Thema Kulturwandel auch noch im zweiten Blickwinkel verstanden, nämlich im Blickwinkel auf die Bevölkerung. Das ist auch in der Bevölkerung ist doch möglicherweise ein Kulturwandel wichtig, und zwar in der Form, dass die Leute das überhaupt wollen. Wollen. Ja, wollen sie es, glaube ich, sogar, aber sie glauben es einfach nicht. Okay. Weil sie so oft die Erfahrung gesammelt haben, dass es egal ist, was sie sagen. Sie haben das Gefühl, sich beteiligen, oder es ist eine Pseudobeteiligung. Wenn es aber wirklich eigene Freizeit kostet und Energie und Einarbeiten in irgendein Thema, das mache ich doch nicht, wenn ich denke, es ist für die Füße. Das mache ich nur, wenn ich glaube, mein Feedback wird ernst genommen und spielt irgendwo irgendeine Rolle. Wenn man das schafft, erfolgreich zu vermitteln, dann beteiligen sich Leute gern und auch sehr vielfältig. Also es gab da großartige Projekte schon. Ich war im letzten Jahr in der Jury für den Online-Partizipationspreis in Deutschland und habe da sehr viele solcher Projekte auch mitbekommen. Man kriegt ja nicht alle so mit. Aber es gab zum Beispiel eins, das nannte sich Leises Berlin. Da hat man Bürger erstmal so im Crowdsourcing gefragt, sagt uns mal, zeigt uns auf so einer Karte, konnte man online so kleine Pins fallen lassen und beschreiben, welche die lautesten Orte sind in dieser Stadt. Wir wollen Berlin leiser machen. Dazu brauchen wir eine Art Lärmkataster. Und es gibt dazu schon Daten, die die Stadt hat. Man wollte die aber vervollständigen, weil man, also einerseits weiß, man hat wahrscheinlich nicht die aktuellsten Daten von wo ist gerade wie lärmig, da braucht nur eine Schienenkurve ein bisschen abgenudelter sein, schon ist die viel lauter und vor 3 Monaten war das gar nicht so. Man wusste aber auch, dass es ein Unterschied ist, ob ich da ein Messgerät hinstelle oder ob Menschen das beurteilen. Die subjektive Bewertung von einem bestimmten Lärm kann sich total unterscheiden von dem, was man misst. Es ist keine reine, hier die meisten Dezibel, also die meiste Belästigung. Man wollte also eine subjektive Karte auch haben. Und das hat man über das Abfragen erreicht. Aber das war natürlich erst der erste Schritt, weil es ist eine Problembeschreibung. Es soll ja gelöst werden, das Problem. Und man hat dann online und offline, ist wirklich wichtig bei Open Government, dass man beide beibehält und nicht sagt, jetzt alles nur noch Internet. Dann schließt man ganz viele Leute aus, die keine Lust auf Internet haben. Ne? Man braucht also parallele Wege, auch die Offline-Angebote. Und das wurde dort gemacht. Da gab es Workshops, es gab eben diese Online-Geschichten. Man konnte sich auch mit Brief beteiligen, mit Hotline gab es, alles Mögliche. Und dann hat man, was ganz wichtig ist, von Anfang an den Prozess ganz transparent beschrieben. Wann findet welcher Schritt statt? Was passiert mit den Ideen, die eingereicht werden? Wie wird die Entscheidung getroffen, ob man eine Idee umsetzt oder nicht, oder wer zuständig wäre für die Umsetzung? Wie kommunizieren wir die Ergebnisse, zu denen wir gekommen sind? Und wie kommen wir zu diesen Ergebnissen überhaupt? Also man hat das vorher beschrieben und man hat sich genau dran gehalten. Also das ist genau die Art von Transparenz, die man braucht. Man hat auch alles zur Verfügung gestellt, was man gebraucht hat, vielleicht an Input, um da sich Sachen zu überlegen. Man hat auch kommuniziert die 20 besten Ideen. Man konnte die Ideen auch bewerten von anderen Leuten. Die werden dann in Workshops mit den zuständigen Verwaltungsmitarbeitern, die man vorher auch ins Boot geholt hat, um intern Barrieren abzubauen, die führen dann gemeinsam Workshops durch. Und da hat man also Probleme direkt versucht zu lösen. Und manchmal hat man festgestellt sogar, dass man in der Stadt falsche Daten hatte. Da gab es zum Beispiel Leute, die haben angegeben, also hier bei uns, da fährt immer nachts irgendeine Schnellstraße vorbei, total laut, wir können nicht schlafen. Da haben die Mitarbeiter der Verwaltung gesagt, das kann gar nicht sein. Da ist also laut Katasteramt, ist da nur eine Gartenkolumne, da schläft keiner. Da haben die gesagt, doch, da sind Wohnhäuser drin und so. Das hatten die nicht drin im Plan. Und es gibt Vorschriften für, wie Lärmschutz zu sein hat an Straßen, die davon abhängig sind, was da auf dem Gelände ist. Und es war falsch kategorisiert. Es war nicht als Wohngebiet kategorisiert. Das heißt, die haben jetzt durch die Aktualisierung ihrer Daten einen anderen Anspruch auf Lärmschutz gekriegt, der natürlich dann auch umgesetzt wird. Und so kann man über richtige, gute Zusammenarbeit, und das ist so ein gutes Beispiel, kann man ganz konkret Dinge verändern. Und die Leute, die daran beteiligt waren, die werden es gerne auch nochmal tun, weil die gute Erfahrung